Wer sich fragt, worüber wir sprechen, ich zocke gleich um 8 mit dem lieben Sturko und der lieben Sayori bei Sayori auf dem Kanal das neue Pokémon Unite, das Pokémon MOBA. Ich finde das gerade eigentlich ganz geil, machen wir direkt nochmal. Vor allem, wenn er hier im Boden ist. Ham! Das klappt doch gut! Das weniger gut, das eingefroren war. Das gelbe Ding, das gelbe Ding. Sturko soll das gelbe Ding spielen, oder was? Zarawak oder Zuwak, Zarawak, okay, das sind zwei Schalter. Ich bin mir sicher, dass die Tür jetzt drüben auf sein sollte. Gut, dann lass uns mal unseren Weg zurück durch die Mühle machen. Ja, genau den. Okay, cool. Ja, das ist cool. Und dann sagen wir mal schön Botten Lane. Gehen wir zu dritt botten. Wobei ich sowieso finde, man sollte. Also ich habe gestern habe ich geguckt, gestern Abend hat es Rocket Beans TV auch gespielt. Dieses Level von Sicherheit ist unglaublich. Mein Beamerang Farbe, meine Beamerangs Farbe wird trainiert beim, wenn ich diese ganzen Schalter treffe. Es ist nebenbei auf jeden Fall ein ganz schön beeindruckendes Werkzeug. Oder Schmuckstück. Ich hätte schon gedacht, es würde in zwei Hälften zerbrechen. Aber es ist ganz schön widerstandsfähig. Das ist gut, denn wie ist alleine ziemlich. Naja, klein. Was war das? Möchtest du wieder zurück in dieses Spinnennetz? Ey, wir sind jetzt fast am Ende. Jetzt bitte hört auf zu kämpfen und wartet, bis wir draußen sind. Cabo ist hier so ein bisschen die Stimme der Vernunft. Ja, auf jeden Fall genau. Die Rocket Beats hab ich gestern auch gezockt. Und da war der Wild, von dem ich normalerweise viel halte, echt so ein bisschen tryhard drauf. Zwei Mädels, nicht, weil sie Mädels sind, aber die Damen in der Runde und Ilias eigentlich auch nicht, hatten halt weniger, also 3 von 5 hatten weniger MOBA-Erfahrung. Der andere hat vorher ein paar Runden alleine gespielt und dann hat es da Wild, der die ganze Zeit irgendwie Befehle gerufen hat, was die machen sollen. Und der war aber die ganze Zeit sehr fokussiert, dass wir auf den Linien bleiben sollen, wie es halt normalerweise bei MOBAs funktioniert. Und ich habe jetzt gestern angesehen und habe auch gedacht, nee, Leute, das ist halt doch mal ein bisschen anders als ein normales MOBA. Das funktioniert dann anders. Also ich finde, man muss auf jeden Fall schon mehr roamen und die Mobs auch im Dschungel in der Mitte holen und so. Aber dazu später mehr, das klären wir also ab 8. Wenn wir uns nicht sowieso die konsequent einfach nur die ganze Zeit in den Runden anschreien. Mal schauen. Zumal hatte ich auch das Gefühl, dass teilweise die Leute da gar keine Ahnung von ihren Pokémon hatten. Zumindest nicht, was manche Attacken jetzt machen. Oder zum Beispiel, dass Lamus halt diese Schadens Pufferfähigkeit hat und so. So, wie machen wir das hier? Erstmal so. Hey, hier sind so viele coole Mushrooms. Und so viele coole Pilze. Ich wundere mich, für wie viele wir die verkauft kriegen werden. Die sind jetzt auch nicht so besonders. Jetzt haben wir nicht so kränkend live. Ganz schön viele Pilze hier. Können sie hochfliegen, wie unsere Herzen es wünschen. Wir können bis in ungesehene Höhen hinaufsteigen. Geht's dir gut, Cabo?
Ja, tut mir leid, ich bin nur ein bisschen erregt worden. Ja, dann steck mal die Energie in unser Ziel. Direkt hier hoch, okay. Warum kann ich nicht in der Luft den Bumerang schmeißen? So nehme ich. So, wir holen den darunter. Peng, peng, peng. Was? Lastend. Ach komm schon, was ist das denn jetzt hier, Mann? Oh Gott! Das war ja gar nichts. Die machen sogar die fast gleiche Angriffsanimation wie die Blopper bei Paper Mario. Blooper. Zum Gucken, wie weit du bist. Oder die Bonuspunkte, da musst du bezahlen. Oh nein, es gibt ja auch ein Item-Limit. Ja, natürlich müsst ihr den Gold bezahlen. Das ist ja normal. Standard. Kinder, was denkt ihr denn? Das war auch dumm. Hätte ich euch links geben können. Dann gehen wir einfach noch eins. Jetzt haben wir keins mehr. Doch. Spring, 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 spring. Wenn hier nicht die Spinne von oben runterfällt, ne? Oder was ist das da oben? Das. Okay. Ja, natürlich, ey. Wie, du bist so lost? Was ist das Problem? Ach so, deswegen. Ah ja, okay. Ja, ey. Für die ganzen Skills, ey. Hab keinen Pass. Ja, aber du kriegst ja trotzdem Fortschritt für den Pass. Es gibt dann nur noch diese extra Belohnung, die kriegst du ja nur mit dem Battle Pass. Aber wenn du zum Beispiel genug Fortschritt machst, kriegst du zum Beispiel noch, was ist da noch drin? Ich glaube Quajutsu und Bisaflor? Nee. Hier, den kickenden Hasen. Ne? Hier, Liberero oder wie er ist. Libero. Lieber. Hopfspross. Und seine Entwicklung. Ja, da sehe ich mich auch wieder beim Move, ey. So nehme ich. Ey, frech.
Hoplo ist so ein blöder Name. Wir haben fast unsere 100 voll. So, dann machen wir jetzt gleich mal den Hard-Modus wieder an, ne? Für den, den wahrscheinlichen Endgegner. Und sind mal gespannt. Bei der Venus haben wir vielleicht endlich... Ist das der Schatzraum? Wir haben es geschafft! Wir haben es super, ultra, mega geschafft! Yay! Es ist noch zu früh, um sich zu freuen. Ja, Leif hat recht. Dieser Platz war die ganze Zeit über gefährlich. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auf der Hut sein. Letzter, der am Schatz ist, ist ein fetter Stinkkäfer. Wie? Warte! Was ist das? Ein Regenkäfer mit einem Juwel auf dem Rücken. Sieht aus wie ein Pokémon-Orden. Oder eine Maske von Majora's Mask. Ah, ja. Könnte das das Artefakt sein? Irgendeine Art von Maske? Das sieht jetzt nicht wirklich spezial aus oder wertvoll. Speziell. Zuerst kam mir Jitrik. Leif? Geht's dir gut? Ja, diese Maske hat sehr potente Magie. Wir reagieren sehr stark darauf. Ja, dann ist es wohl beschlossene Sache. Dann ist das wohl wirklich das richtige, echte Artefakt. Leif sollte es auf jeden Fall, auf keinen Fall berühren. Ja, die Königin hat das schon für sich beansprucht. Wie? Ja, wie auch immer. Du hast die antike Maske gefunden. Ja! Was? Oh mein Gott! So ein Mist, ist eine Falle! Wir müssen abhauen! Und zwar schnell! Du! Wirklich? Die Spinne? Das ist das schlechteste Timing überhaupt! Wir widersprechen. Es ist eine perfekte Zeit für eine Rückheimzahlung. Wenn ihr es uns eh nicht abhauen lassen will, dann müssen wir es wohl bekämpfen. Aber letztes Mal mussten wir rennen. Wir sind stärker jetzt wie. Und Leif ist mit uns. Es gibt Kämpfe, vor denen wir einfach nicht weglaufen dürfen. Aha! Okay, dann lass sie ganz schnell abhauen, bevor dieser Raum geflutet wird. Lass sie ganz schnell auseinandernehmen, bevor dieser Raum geflutet wird. Was? Die darf zweimal? Ah, aber sehr frech. Ja, wollte gerade sagen. Geh mal lurken und beeil dich mal. Bis später. Wir treffen uns also wieder. Du fieser Affront zur Käferart. Ja, die feine Dame, ey. Läuft bei dir. Spinne, 40 HP. Verteidigung 0. Gesehen einmal. Besiegt keinmal. Für all die Schmerzen, die du verursacht hast. Wir werden dein Ende ansehen. Verlass mich auf die anderen beiden.
um das Biest erstmal runterzuholen. Weil, während ich es sowieso nicht erreichen kann. Und dann werde ich meine Skills benutzen, sie vor Schaden zu beschützen. Okay, also der soll taunten. Potze. Ja, dann taunten wir die erstmal, ne? Ach, die war, glaube ich, gerade unten, ne? Ach, wie blöd. Habt ihr gesehen hier? Ach, oder heißt das, dass die jetzt doppelt so stark ist? Ja, viel Erfolg dir und bis später. Danke fürs Dabeisein und fürs Looken. Mach's dir im Look bequem. Haben wir erstmal wieder auf die Boden der Tatsachen geholt. Mann, was ist denn mit mir? Ob ich die Controller zum ersten Mal in der Hand habe. Nimm das! Bam, bam, bam! Das hier noch, 24. Wird ja. Klatsch. So nehme ich. So. What? Keep pressing. Okay. Sind wir jetzt alle vergiftet oder was? Ja, sicherlich. Aber jetzt hier kriegt mein. Meine Medaille, ne? Uff. Das ist aber jetzt ganz schön. Ah, die sind zu weit weg, ey. Scheiße. Jetzt fliegen wir erstmal den Hintern ein. So. Der wieder von der Vergiftung verheilt. Hallo. 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 Okay, Hard Mode ist hart, würde ich sagen. Holy moly, ey. Da gibt eine Nullrunde. Ah, okay, wenn er aussteht, kann er wenigstens direkt mal angreifen. Das ist ja auch schon mal was. Müssen wir beim Ausweichen besser werden. Jetzt ist sie von alleine runtergekommen schon. Och, jetzt sind wir wieder alle vergiftet, ey. Was? Ja, sicherlich. Wow.
Der kippt gleich um, die kippt gleich um, alle kippen um. Ja, nur noch. Den muss ich selbst heilen. Und die muss ich ihn heilen. Tapfere wie. Ich stirb jetzt vom. Vom Gift, fällt die zusammen. Jo. Nee. Hä? Oi, 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 oi. Alles zu wenig. Was tun, was tun, was tun? Greife ich bitte an oder heile ich die auch? Muss besser abwehren, Mann. Der kann jetzt so ein Honigding reinschmeißen, damit wir wieder machen können. Wir haben nur noch Gegenstände hier am Nutzen. Warum kannst du denn nicht? Ach, Mann. Wieder eine Nullrunde. Wir sind nicht mehr vergiftet. Wir haben aber nur noch. Tut mir leid, wie, aber ich brauche jetzt mal kurz deinen Schaden da, ey. Ach, Tom! So, Bitch. Das wird nichts mehr, ne? Nee. Das war's. Was ist denn da jetzt von der Decke gefallen? Das war Gift, ne? Nein, warum nur zwei? Boah. Warum haben wir jetzt keinen Schaden bekommen? Weil durch das Gift. Nee, ich verstehe ich nicht. Aber ja, ich kann ja nicht. Ja. Das ist ja jetzt, so. Machen wir mal nix, ne?
Und ihre Märchen wurde nie beendet. Ja, nur noch einen kleinen Snack holen, oder? So. Weiter geht's im Text. Moment, jetzt sind wir hier hochgekommen. Da hinten geht's irgendwo lang. Hauen wir erstmal die Gegner um. Einfach doof. Oh, ach so. Haben wir jetzt auch gesehen, der zweite Angriff war schon wieder schwächer, ne? Komische Zombie-Ameisen hier, du. Reicht das? Oh, ja, das reicht. Huch! Oh! Mit dem habe ich nicht gerechnet. Schweinerei. Ja, ja, man muss auch immer darauf achten, dass man wer angegriffen wird. Jetzt kommt der natürlich nicht dran. Pief, paff und weg mit ihm. Aha. Noch ein Pilz. Oh. Seht ihr? Immer überall in jede Ecke nachgucken. Geysire können eingefroren werden. Gefrorene Geysire können als Plattform benutzt werden. Aber sie werden auftauen nach einer Weile. Wenn man ihnen einen heftigen Schlag verpasst, können sie schneller brechen. Geysire können auch leichte Gegenstände tragen. Erstmal eine Biene, Ameise. Pitch Puff kann sie, er kann auch da hinten angreifen. Was macht er denn von Schaden an ihm? Oder sie? Gar keinen, weil ich verkackt habe. Cool. Oh, das war mal gar nichts. Können wir uns mal hier den Heil-Move von Wii angucken. Bep. Wunderbar. Holst du einfach nur ein Blatt aus der Tasche. Nett. Hey. Ich bin jetzt auch nur mal sicher. Das war auch der Falschknopf. Geil. Konzentration hier von hier, bitte. Jetzt dreh das Viech mal um. Dann klappt das nämlich auch alles hier. Ach ja.
Was sagt unsere Gruppe denn zu dem Raum hier? Hey, guck mal, die Geysire. Klingt komisch, aber ich habe immer gedacht, Geysire müssten heiß sein. Aber die hier in dem Raum sind eigentlich ziemlich kühl. Dieser Platz ist echt sehr verrückt. Na, allerdings sollte es uns möglich sein, dass wir sie einfrieren. Ja, und vielleicht werden Eisblöcke auch nicht schmelzen, wenn sie sie berühren. Die Möglichkeiten, die wir machen können, wenn wir diese beiden Stücke Weisheit zusammentragen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Weg... Oh. Ja, toll. Langsam. So. Ach komm, wie hoch könnt ihr nur hüpfen? Hier. Gefrorene Gegner können sich nicht wehren und so. Und sie erleiden erhöhten Schaden, wenn man sie im Kampf trifft. Allerdings, wenn man einen gefrorenen Gegner angreift, wird er sofort wieder auftauchen. Oh, ja, was gibt's denn heute Leckeres? Dieser Raum ist wirklich groß, ist er nicht? Wie passt das überhaupt hier in diese Höhle? Ja, diese Falltür, durch die wir durchgefallen sind, muss ganz schön tief gewesen sein. Meinst du, es wird uns gelingen, hier rauszukommen? Minions mit Nuggets, ja geil. Ich meine, ich will jetzt nicht hier die Stimmung runterziehen, aber irgendwie bin ich ein bisschen besorgt. Nur wenn wir darüber nachdenken, wird daran sich nichts ändern. Life hat recht. Unsere einzige... Ja, wir können uns einfach nur vorwärts bewegen. Das ist der einzige Weg, wie es hier rausgeht. Ja, ihr habt recht. Tut mir leid. Lass es einfach gehen. Okay, das sieht mir aber jetzt irgendwie dann doch nach dem Weg aus, wie es weitergeht. Deswegen würde ich erst jetzt nochmal zurückgehen und... mich auf der anderen Seite nachschauen. Okay, ja, wenn man im richtigen Timing blockt, dann wird der Schaden weiter reduziert und es kommt nicht nur zu einem anderen Geräusch, sondern auch ein anderer Text wird eingeblendet, welcher dann Zeuge ist, dass wir Erfolg hatten. Okay, warte mal. Sind wir schon durch zwei Räume durch? So, ja, doch, klar. Okay. Hier ist auch noch eine große Tür, da müssen wir irgendwie noch durchkommen, ne? Aha! Eine Giftverteidigungsmedaille. Okay. Erhöht
Die Verteidigung von einem Mitstreiter, während er vergiftet ist, um 1. Feuer ist die? 2. Haben wir die noch? Wir haben 5, ne? Ja. Warum haben wir denn 3 benutzt? Ah, wir haben 3 noch. Okay, ja, cool. Ich würde sagen, jetzt ziehen wir mal Cabo an. Das ist schon so eine Art Tank für uns. Dieser Platz ist wirklich voll von Schaltern. Dieser Platz ist wirklich voll von Schaltern. Wie unpraktisch. Das muss ganz schön scheiße gewesen hier zu leben. Ja, die Bewohner waren wohl nicht ziemlich oft in dieser Gegend. Wahrscheinlich einfach nur eine Sicherheit für die große Tür. Eine große Tür war nicht sicher genug. Wie auch immer. Wenn sie so viel beschützen, dann muss echt was Wertvolles dahinter sein, nicht wahr? Ihr Leben!